Der 21. Februar. Es ist trocken, aber kalt. Wir gehen heute wieder wandern. Die Anfahrt zum Treffpunkt nach Bistensee-Mitte. Unser Wanderführer ist heute Bernhard. Auf dem Parkplatz haben sich 33 Wanderer eingefunden. Nach allgemeinem Begrüßungsgespräch geht es dann los. Ja, die Gruppe zieht sich bei der Anzahl etwas auseinander. Man sagte mir, hier sind Fische drin. Na, mal sehen. Tatsächlich, da springen welche. Eine kleine Pause, bis die Nachfolgenden wieder eintreffen. Die weisen Eulen haben alle gut im Blick. Wir sind in Damendorf angekommen und in den Vorgärten sieht man diese wunderschönen Winterlinge. Hallo Bernd. Ja, und die Haselmaus, das allgemeine Emblem dieser Gegend, begleitet uns auch hier. Aber wir warten hier noch ein wenig, bis die letzten da sind.
Hintergrund sehen wir das Reitergestüt von Grimme. Wir gehen durch den nebenanliegenden Reiterhof und dort in das Café. Die Pferde meinen, hier ist endlich mal was los heute. Durch diese schöne Reithalle geht es dann nach oben. Durch diesen schönen Torbogen. Hallo Ute. Dieter beim Ausfüllen seines Wanderpasses. Das ist ein schönes Café oben mit sehr moderaten Preisen. Und weiter geht es auf den Rückweg zum Parkplatz. Das letzte Teilstück war für einige doch etwas matschig und beschwerlich. Ute meint, mal sehen, ob das Eis hält. Ja, es hält. Aber pass auf, Theo, das ist glatt. Das war's dann wieder. Wir sind heute 12 Kilometer gelaufen und fahren nun nach Hause. Die Musik war wieder von Bruno Will. Liebe Grüße an alle Wanderfreunde und tschüss.